Das Frauengefängnis Bielefeld-Brackwede. Während draußen das Leben weitergeht, steht hinter Gittern die Zeit still. Nathalie hat 8 Monate Knast fast hinter sich. Ich bin schon, wird jetzt schon ein bisschen nervös, also ich freue mich schon richtig. Ja. Auch Anja will nach über 3,5 Jahren endlich raus. Ein Richter entscheidet nächste Woche über ihre Freilassung. Ich werde mir natürlich die allergrößte Mühe geben, mein Bestes zu geben und hoffe einfach, ja, wie gesagt, dass ich dann langsam bereit bin, nach Hause zu gehen. Hier im Frauentrakt in Bielefeld-Brackwede verbüßen 68 Frauen ihre Haftstrafe. Eine von ihnen ist Nathalie, 49 Jahre. Ihre Geschichte abenteuerlich. Also ich bin verurteilt worden damals zu 1 Jahr 2 Monate auf Bewährung wegen Einfuhr und Konsum. Sollte dann aber innerhalb von 4 Monaten meine Therapie anleiern. Hab das auf einem Grund nicht gemacht, weil ich damals mit meinem Verlobten, der schon mal in Haft war, der ist aus der Therapie geflüchtet. Und dann haben wir uns versteckt. Dann waren wir 8 Monate auf Flucht und dann hat man uns hinterher verhaftet und dadurch bin ich dann hier gelandet. Nathalie ist verurteilt wegen Besitz von illegalen Drogen. Und das mehrfach. Dann wurden immer viele kleine Strafen daraus, die ich zur Bewährung ausgesetzt bekommen habe. Und man hat mir halt immer wieder trotz alledem die Chance gegeben, es anders zu machen. Aber hat meistens nicht so geklappt. Ihre Drogenkarriere begann früh. Sehr früh. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Und mit 12 bin ich mit Haschisch in Kontakt gekommen. Mit 16 mit Heroin angefangen. Statt Heroin bekommt sie hier jeden Morgen eine Dosis Methadon. Und das seit fast 240 Tagen. Der Ersatzstoff soll Nathalie helfen, vom Heroin wegzukommen. Denn die Sucht hat sie in diese 9 Quadratmeter kleine Zelle gebracht. Die Wohnung, die Arbeit, alles ist weg. Viel ist ihr nicht geblieben. Man vermisst hier eigentlich wirklich viel, ja, Kleinigkeiten, Süßigkeiten, Pizza, Döner, all sowas, was man hier eigentlich nicht bekommt. Was eigentlich sonst draußen alltäglich ist, Eis, sowas. Wenn man Latte Macchiato trinken, das kann man hier alles nicht machen. Und das sind so Sachen, die vermisst man tatsächlich. Ansonsten ist es, ja, mal irgendwie in die Badewanne gehen, schwimmen gehen. Aber das kann man hier alles nicht machen. Seit 8 Monaten lebt die gelernte Textilhandelsfachfrau den Knastalltag. Früher verdiente sie gutes Geld als Filialleiterin, stand trotz ihrer Drogensucht immer auf eigenen Beinen. Je länger man hier drin ist, desto weniger Gefühl kriegt man für die Realität draußen. Weil man hat tatsächlich auch irgendwie Angst davor. Schon morgen soll Nathalie entlassen werden. Der offene Vollzug in Steinhagen ist für viele Frauen der erste Schritt zurück in ein normales Leben. Anja ist seit mehr als 3,5 Jahren hinter Gittern. Ich bin im Gefängnis wegen, das fällt unter das Delikt BTM, Schmuggel im internationalen Bereich. BTM ist die Abkürzung für einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und bedeutet in Anjas Fall Kokainschmuggel. Ich bin halt nach meiner Scheidung in einer neuen Beziehung geschlittert, Hals über Kopf, zu einem Mann. Dann ist das halt so hoppla hopp passiert, dass ich mich dazu entschieden habe, für diese Person dieses Risiko auf mich zu nehmen und bin nach Lateinamerika geflogen, um halt Stoff nach Europa zu bringen und bin in Ungarn, in Budapest am Flughafen durch den Zoll verhaftet worden und habe in Ungarn 22 Monate in einem Zuchthaus gesessen. Und das war eine Haftzeit, ich glaube, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Anja wurde zu insgesamt 5,5 Jahren Haft verurteilt. Trotz aller Lockerungen kann sie es kaum erwarten, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Am Wasser würde die 44-Jährige eines Tages gerne wohnen, mit Menschen, die es besser mit ihr meinen.
Wenn man so Gedankengänge hat, dann erinnert man sich gerne an alten Zeiten, wo man mal draußen war. Und dann sitze ich ganz gerne mal für mich da und gucke mir meine Bilder an und denke mir so, boah, doch irgendwie scheiße, ne? Die letzten 3,5 Jahre waren hart. Härter, als Anja es im Dezember 2015 erwartet hätte. Ja, das war so diese Bad Boy Pose, wie man so schön sagt. Wer bist du, was bin ich? Ich hab's geschafft. Ja, hätte mir einer gesagt, dass ich 2 Wochen später in den Knast gehe, hätte ich auch gesagt, du spinnst. Aber ja, so war das. Die Gefangenen im offenen Vollzug haben regelmäßig Freigang, können draußen einer Arbeit nachgehen oder sogar ihre Kinder von der Schule abholen. Auch wenn Anjas Familie für Besuche zu weit weg wohnt, soll auch sie Stück für Stück wieder lernen, in alltäglichen Situationen klarzukommen. In 4 Stunden muss Anja zurück sein. Also das ist wirklich höchst selten, dass die Frauen nicht zurückkehren. Die wissen schon, was hier auf dem Spiel steht, dass sie schon die Freiheiten genießen, die sie hier geboten bekommen. Anjas erster Blick gilt immer dem Handy. Das ist was ganz Wichtiges. Ja, das Handy ist so der Kontakt nach außen und eigentlich so ein Magnet, um in den Ausgang zu gehen. Was gibt es Neues? Hat man vielleicht Nachrichten von der Familie? Vor allem mit ihrer Mutter steht Anja in Kontakt, kann zumindest telefonisch an ihrem Leben teilhaben. Anjas 29-jährige Tochter möchte das nicht. Sie tut sich sehr schwer mit der Situation, dass ich im Gefängnis bin und hat auch den Kontakt unter anderem aufgrund dessen abgebrochen. Ja. Die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede. Nathalie kurz vor der Entlassung. Nach 8 Monaten im Gefängnis darf sie heute ihre Zelle räumen. Viel gibt es auf den 9 Quadratmetern nicht zu packen. Wie wird das Leben da draußen für sie werden? Ich bin ehrlich gesagt mehr erleichtert wie aufgeregt. Weil die Aufregung kommt wahrscheinlich erst morgen früh auf der Fahrt. Wenn man so das Haus hier verlassen hat und wirklich draußen vor der Tür steht und dann vielleicht noch mal, aber umdrehen soll man sich ja nicht. Das ist ein alter Aberglaube hier, genauso wenig wie Fenster putzen. Weil das heißt nämlich dann, man kommt wieder. Und das wollen wir tatsächlich nur nicht, ne? Nathalie kann ihre Reststrafe in Therapie umwandeln. Das Schlimmste am Gefängnis für sie waren die Reibereien der Frauen untereinander. Es ist viel Neid. Der eine gönnt dem anderen nichts. Und statt die Leute dann selber zu fragen, wird dann ziemlich viel hineininterpretiert, dazu erfunden. Und es kommen Geschichten bei den Sachen raus. Viel mit Wahrheit hat das hier nichts zu tun. Zurück zum offenen Vollzug Steinhagen und zu Anja. 50 Frauen sind hier untergebracht. Und auch hier prallen unterschiedliche Schicksale und Charaktere aufeinander. Die meisten Frauen sitzen wegen Betrug oder Diebstahl. Ich habe 3 Kinder, ich wohne noch nicht ganz so weit von hier entfernt und das lässt sich dadurch, dass es hier wirklich familienfreundlich ist, ganz gut unter einen Hut bringen. Das große Thema heute, Anja ist seit 42 Monaten hinter Gittern. Demnächst entscheidet ein Richter, ob sie nach 2 Dritteln ihrer Haftzeit entlassen werden kann. Mit viel Glück geht sie am 16.9. nach Hause. 20.9. Ja. Und ansonsten bleibt sie noch bis 21, ne? 2021 ja. Im Sommer. Ich glaube, wir fiebern hier so zusammen. Sie hat ihren Termin schon, ich warte noch auf meinen. Und ja, das ist schon. Ich habe meinen Termin auf meinen Geburtstag bekommen letzte Woche. Und seitdem mache ich eigentlich alle meine Mädchen so ein bisschen verrückt. In der Regel können Gefangene nach der Hälfte oder nach 2 Dritteln ihrer Haftzeit einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Ob ein Richter dem stattgibt, hängt auch von der Einschätzung der Mitarbeiter der Anstalt ab. Eileen Hürkamp kennt Anja seit 1 Jahr. Frau zum Büro bitte. Ich würde es ihr schon wünschen, wenn es klappen würde. Nach einer langen Zeit, nach einer langen Haftzeit, ist man wirklich einfach gar. Man ist dann auch nicht mehr aufnahmefähig, als dass man wirklich hier vom Vollzug noch mehr annehmen kann. Sie hat ja schon alles mitgenommen, was man ihr hier anbieten kann.
Verweigert der Richter die vorzeitige Entlassung, muss Anja noch weitere 21 Monate absitzen, fast 2 Jahre. Ich wollte jetzt noch einmal kurz mit Ihnen sprechen. Mhm. Nächsten Monat ist ja die Anhörung in Bielefeld. Ja. Ob Sie vielleicht noch sich um irgendwas kümmern müssen. Mhm. Ganz wichtig ist natürlich, was für einen Eindruck hinterlasse ich bei ihm. Ich werde mir natürlich die allergrößte Mühe geben, mein Bestes zu geben und hoffe einfach, ja, wie gesagt, dass ich dann langsam bereit bin, nach Hause zu gehen. In der JVA Brackwede steht heute Nathalies Entlassung an. Viele der Insassinnen sind drogenabhängig. Dass es im Gefängnis Stoff gibt, ist kein Geheimnis. Man hört ja so einiges, ne? Wenn was reinkommt, dann wird das geraucht. Oder über die Nase genommen. Aber wie gesagt, man hat mir auch nichts angeboten zum Glück. Und von daher bin ich ganz froh. Dass Nathalie keine Drogen genommen hat, muss aber erst eine Urinprobe beweisen. Die Ärztin ist bei der Urinabgabe dabei, aus gutem Grund. Die Gefangenen probieren auch aus, also auch mit den Urinproben wird ausprobiert. Und es wird auch gemischt mit Fremdurin und so weiter. Ja, also da gibt es alle möglichen Tricksereien. Nathalie bekommt täglich Methadon. Zeigt der Urin Spuren von anderen Substanzen, geht es für sie zurück in die Zelle. Ja, es kommen Striche. Methadon, was von ja noch ärztlich verordnet bekommt, kann man nur sehen, da ist nur ein Strich, aber das ist völlig in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Alles klar. Alles klar. Wunderbar, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Sehr schön. Gut. Erleichterung bei allen Beteiligten. Also wir sind jetzt seit Mitte Januar zusammen in der Arbeit im Rahmen der Therapievorbereitung. Und ich freue mich halt, wenn das alles reibungslos geklappt hat. Nach 8 Monaten kommt Nathalie endlich frei. Ich bin schon, ich werde jetzt schon ein bisschen nervös, also ich freue mich schon richtig. Dieser Abschied fällt leicht. Manfred Schäfer bringt Nathalie persönlich in die Entzugsklinik. Das Landgericht in Bielefeld. Für Anja geht es heute um alles. Sie hat beantragt, nach 42 Monaten entlassen zu werden. Vorbereiten kann man sich mental vielleicht ein bisschen auf das, was kommen könnte. Man versucht sich natürlich auf sich selber zu konzentrieren, dass man ja, seine Körpersprache unter Kontrolle hat zum Beispiel. Man versucht sich natürlich gewählt auszudrücken, dass man ungefähr auf dem gleichen Level kommt wie der Richter. Entscheiden wird heute eine Richterin, ob Anja in 2 Wochen zurück in die Freiheit darf. Nach 15 Minuten ist das Urteil gefallen. Abgelehnt. Sie war eigentlich mit allem zufrieden, aber sie hätte es lieber gesehen, wenn ich vielleicht mir für die Zukunft schon einen Arbeitsplatz gesucht hätte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass es sich für mich nicht rendieren tut, weil ich aus dem Bundesland rausgehen möchte. Und sie sagt ja, Staatsanwaltschaft hat abgelehnt. Für Anja bedeutet das zurück ins Gefängnis. Ich lasse das jetzt erstmal sacken. Ich habe heute noch Ausgang und telefoniere dann mit meiner Familie. Nathalie dagegen hat es geschafft. An der Pforte bekommt sie ihre persönlichen Sachen wieder. Handy, Geldbeutel, Ausweis. So, wir müssen nach vorne zum Auto. Schön. Ich drehe mich auch nicht wieder um.
Heute hat Natalie ihre Freiheit zurück. Es riecht irgendwie anders, finde ich. Ist so, es riecht nach Freiheit, ist schön. Ich freue mich. Und auch diese Stille, oder? Ja, weil sonst ist immer irgendwie schreit da in meiner rum, es klappert irgendwas. Es ist nie Ruhe. Und jetzt ist gar nichts. Ist schon schön. 2 Stunden Autofahrt hat Natalie vor sich. Nach Monaten der Abgeschiedenheit hinter Gittern werden alltägliche Dinge zum Erlebnis. Ihre Sinne müssen sich wieder an die echte Welt gewöhnen. Ist viel, alles etwas neu, kennt man zwar, aber ist schön, wieder alles so zu sehen, was man sonst noch so im Fernsehen gesehen hat. Ne? So, einmal Latte Macchiato Karamell. Lecker, lecker. Sehr gut. In 3 Monaten nach ihrer Therapie will Natalie gemeinsam mit ihrem Freund ein neues, besseres Leben beginnen.